Wissen Sie denn nicht, dass Kabarett unanständig ist? Hä? Wieso das denn? Weil es bedeutet, sich in aller Öffentlichkeit über sein Personal lustig zu machen. Und sowas tut man doch nicht. So, jetzt mal ganz lange, ganz ruhig, ganz ruhig. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Migrationsbeauftragter. Darf ich mal Ihren Hintergrund sehen? Ja, ich bin Franke. Das erklärt manches, entschuldigt aber nicht alles. Unsere Notaufnahme ist voll. Was wollen Sie hier? Immer diese Fragen. Finden Sie nicht auch, dass die Frage der unangenehme Teil der Wahrheitsfindung ist? Warum begnügen Sie sich nicht mal mit einer Antwort? Bitte? Auf die drängendsten Probleme in diesem Land gibt es meistens welche drei Antworten? Arbeitsplätze, alternativlos und später. Das entspannt doch gleich. Ja, aber was soll ich damit jetzt anfangen? Schon wieder eine Frage, Herr Priol. Suchen Sie die richtige Antwort. Später. Bitte suchen Sie sich eine aus. Eine Unterhaltung kann nun so etwas Wundervolles sein, wenn man das Wesentliche erstmal weglässt. Damit das auch für alle im Land gilt, gilt die Devise, sprechen Sie Deutsch. Natürlich nicht Sie, nein, wir alle beherrschen unsere Spruttermache ja defekt. Nein, die Migranten sind gemeint, sprechen Sie Deutsch. Eine Forderung, die häufig aus Bayern kommt, also von einem Volksstamm, dessen eigene Sprache ja ein bisschen so klingt, als hätte man ihr die Konsonanten geklaut. Damit die Migranten unsere Sprache aber nicht wirklich lernen, kürzen wir ihnen die Mittel für die Sprachkurse. Auf die Kürzungen angesprochen hat das zuständige Ministerium aber geantwortet, dabei handelt es sich gar nicht um Kürzungen, sondern um Lenkungen der Ausgabenströme. So vieles wird heute umbenannt. Beschwerdestelle heißt heute Service Point. Das Jahrestreffen der Wichser heißt Erotikmesse. Hartz IV soll auch einen neuen Namen bekommen. Mein Vorschlag, stirb langsam 3. Und die Quadratur des Kreises heißt heute der runde Tisch. An einem solchen gibt's nächste Woche Islamkonferenz. Wieder Anpfiff im Kampf der Kulturen. Christian Wulff hat den Ball aufs Spielfeld geworfen und gerufen, der Islam ist drin. Und immer wenn bei uns einer ruft, der Islam ist drin, dann kommen Männer in Schwarz, wie der neue Bundesbinsenminister Friedrich, und rufen, er ist nicht drin. Drin, nicht drin und weit und breit kein Videobeweis. Die rote Karte gibt's für die Migranten dann von Horst Seehofer, dem Erdogan aus Ingolstadt, der vor kurzem gesagt hat, er werde gegen jede weitere Zuwanderung kämpfen, notfalls bis zur letzten Patrone. Aber keine Angst, der Seehofer hat so oft geistige Ladehemmung, da passiert nichts. Und damit eins klar ist, Horst Seehofer ist kein Rechtsradikaler. Ne? Denn Rechtsradikale stehen ja zu ihrer Überzeugung. Das Christentum, es schwächelt ein bisschen. Es mag vielleicht auch an der etwas schwammigen Hausordnung liegen, den 10 Geboten. Du sollst das nicht, du sollst dieses nicht. Dabei handelt es sich rechtlich um Sollvorschriften, die eben nicht zwingend sind. Im Kampf der Kulturen finden sowieso die Juristen die schönsten Lösungen. So wie das Bayerische Verwaltungsgericht. Das hat eine Moschee abgelehnt mit der hinreißenden Begründung, die Moschee würde zu viele Gläubige anlocken, weil sie zu attraktiv werden würde. Also sie haben gesagt, eine Moschee schon, aber nur, wenn es nicht so schön ist. Das würde gehen. Die Moslems sollten sich also ein Gebetshaus bauen, das so unattraktiv ist, dass kaum einer hingehen will. Sagen die Moslems, ja, warum sollen wir denn eine evangelische Kirche bauen? Das ist der Kampf der Kulturen, er tobt. Und mittendrin hatte ich einen Traum. I have a dream von einem großen runden Tisch, an den sich die Vertreter der Weltreligionen setzen. Und sie beschließen, sich gegenseitig, den Staat und die Nichtgläubigen, einfach mal in Ruhe zu lassen. Eine unbändige Freude wird alle erfassen. Der Papst beginnt irgendwann albern kichernd mit seinem Papamobil ein paar Runden um den Tisch zu kreisen. Und auch die Protestantin Merkel ist nicht mehr zu halten. Sie springt auf den Tisch, deutet auf das Papamobil und ruft ganz frech, guck mal, zwei Eier im Glas. I have a dream. I have a dream. Ha ha.